Und mit den Worten, so ein geiles Game aus dem Stream gerade, starten wir rein in die YouTube-Aufnahme. Moin moin, hallo, herzlich willkommen zum Jubiläumsteil, die 10. Folge mittlerweile von Sea of Stars. Wir haben letztes Mal hier unsere Dorfschaft ein bisschen ausgebaut. Wir suchen jetzt noch jemanden für die Fischerhütte und für den Händler. Nee, für, weiß ich nicht, irgendwas? Wo war denn das? Irgendwo wurde noch was gebaut, was wir noch nicht zwar. Hier. Was ist das? Gastwirt. Müssen wir mal gucken, wo wir die finden. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber ich könnte es mir vorstellen. Jo, bereit, die Segel zu setzen. Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass in dem Geisterdorf noch jemand ist. Das Geisterdorf war da, meiner Meinung nach. Und nee, da war das Geisterdorf. Oder war das da? Nee, Mesa Island nicht. Wächterinsel sind wir jetzt... Nee, hä? Wir fahren mal einmal dahin. Ach nee, das ist Mesa Island. Okay, ich vergiss es. Dann fahren wir darüber. Genau hier waren wir. Ich meine, hier haben wir eigentlich alle übernommen, ne? Aus der Hafenstadt. Oder halt auch nicht. Also, falls das einer weiß, wo ich die anderen Händler herkomme, gerne einmal spoilern. Finde ich nicht so tragisch. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo ich hier suchen sollte. Was bist du eigentlich für ein Heini hier? Okay. Also ich glaube, ich bin in 2 Stunden besser in der Lage, jede andere Sprache besser zu sprechen als Französisch. Und Französisch hatte ich in der Schule, also von daher erspare ich euch das Vorlesen. Tja, ich weiß halt nicht, wo es hier, ob es hier
Falls es hier jemanden gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das sparen wir uns auf für, wenn wir es mal durch Zufall irgendwie treffen oder so. Vielleicht haben wir die auch noch gar nicht getroffen. Das kann natürlich auch sein. Das stimmt. Das könnte ich mir tatsächlich auch sehr gut vorstellen bei den Jungs hier. Ich habe nur irgendwas mit Sandwich und Tomate gelesen und keine Ahnung. So die einfachen französischen Wörter, die man easy mal kapiert. So, wir sollten jetzt, glaube ich, als nächstes da oben in den Dingens rein. Sag mal schnell, wie heißt es denn? In den Tempel. Wieder nicht, wo ich lang muss. Das war doch aber richtig, oder nicht? Hier lang und dann... Nee, hier komme ich nicht weiter. Hä? Alter, ich habe gestern zuletzt gespielt. Gerste, was ist los? Das war sogar komplett hier, ey. Gott. Wieso wird denn das resettet?
Hier war das Rätsel. Hier war dieses Rätsel mit der Sonne, okay. Aber wie kam ich da hin? Hier. Aha. Ach, warte. Der hoch und schleudert das da hoch. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich habe Respekt vor dem. Daniel, vielen, vielen Dank. X-Den 13 Lux ist seit 2 Monaten eine Ehre. X-Den 13 Lux. Na, jetzt weiß ich endlich, wie der Name richtig ausgesprochen wird. Vielen, vielen Dank für den 2. Monat. Ehre geht raus. Ha, guck an. Weil ich halt einfach ein Rätsellösmeister bin. Geil, Mann. Was ist die kleine Ratte denn? Jula, hi. Nali. Ein schillernden Kristall. Aber wie komme ich darüber? Ah! Ha! So nämlich. Rätselmeister Gerste, ich sag's euch ja immer wieder. Also warte, ich pack das Leckerli schon mal dahin.
Oder? Montag bin ich ja wieder da. Und sie kriegt sogar ein doppeltes Leckerli. Nehmen wir mit dem Kopf, das war der Geiz. Nee, im Ernst? Jetzt schon? What the? Ich meine, ich habe noch nicht wirklich geguckt. So ist es nicht, ne? Aber... Also die Schwede ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich hab Respekt vor dem. Hausi! Du alter Ehrenmann! Danke ans Verschenken eines Giftsubs an Lena! Vielen, vielen Dank! Mensch, es ist doch gar nicht mehr September. Der ist ein bisschen ein Otto Leute, geworden, aber ich hab Respekt. Alter, Hype Train, was geht ab? Ey, wann hab ich denn bitte das letzte Mal ein Hype Train gehabt? Shemmons ist seit 8 Monaten eine Ehre. Shemmons, vielen, vielen Dank. Aber nur ein bisschen. Ja, auch nur so ein kleines bisschen, Otto. Ey, wann hab ich denn das letzte Mal bitte ein Hype Train gehabt, Leute? Das ist ja richtig krank, dankeschön. Das muss ja irgendwann 24-Stunden-Stream oder so gewesen sein. Hammer. Vielen, vielen Dank, Leute. Ich freue mich. Ihr seid bekloppt. Aber da sieht man mal wieder, ich habe halt echt, also mit die geilste Community. Kannst du sagen, was du willst. Ich glaube, hier musst du mir jetzt hin, ne? Ich höre die Katze irgendwo. Der Urlaub war saumäßig entspannt. Ohne Scheiß. So geil. So schön. Ich habe halt auch wirklich nichts gemacht. Ja, doch so ein bisschen. Hauptsächlich rot, aber... nee, also es war wirklich sau entspannt. Wir hatten immer so um die 35 Grad, sag ich mal, tagsüber. Nachts so selten unter 25. Es war schon sehr, sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber es war mega schön. Also ich habe halt gefühlt im kompletten Urlaub vielleicht 2 Stunden Shirt angehabt oder so. Naja gut, die letzten 2 Tage ein bisschen mehr, weil ich Sonnenbrand hatte, weil ich auf dem Bauch eingepennt bin. Aber es hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt. Ach guck hier, Nalchen ist da. Da ist sie am Wegverschnabulieren. Sieht aus
aus wie ein Riesenprisma. Der ist ein bisschen ein Otto geworden, aber ich hab Respekt vor dem. Hausi. Vielen, vielen Dank auch an das Subgift an Jula. Vielen, vielen Dank. Damit haben wir die Stufe 1 vom Hype Train abgeschlossen. Tut. Geiles Ding, ey. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Oh, hier wieder einfach der Rätselmeister am Stisi. Abonniere, verschenke Abos, Hype-Chatte oder verwende Bits um die nächste Stufe. Was ist denn Hype-Chatten? Halt einfach ein tolles Spiel, Leute. Ich kann euch nichts anderes sagen. Moment. Ui. Mann, was ist denn hier los? Es gibt kein Zurück mehr. Direkt hinter dir. Schmerzenspitze. Schreib mir das mal wieder auf. Vielen, vielen Dank, Hausi. Einfach ein absoluter Ehrenmensch. Kannst du sagen, was du willst. Es ist auch ein bisschen duster hier drin, kann es sein? Sorry, hier kommen jetzt keine Spinnen, sonst schaltet. Jutta gleich wieder ab. 499? Ah, okay. Got it. Ja. So, okay. Generell mit Zaubern oder? Fleischschild. Ah, wir haben zu wenig. Mit dem.
zu wenig Mana. Wir haben einen Hype Train Level 1 Emote erhalten. Okay. Stark. Vielen, vielen Dank nochmal. Sehr geil. Tut gut. Vielen, vielen Dank, ihr Bekloppten. Ich muss den auch erst wegnehmen. Ach so, da, aha, das war die Geschichte. Shit. Aber wie witzig, dass es eine schlafende Katze ist, das Hype-Train-Emote. Alles sehr verwundbar gegen Sonne. Okay, wir können an den Dingern können wir Licht anmachen. Junge, was geht hier ab? Okay, da geht's aus dem Raum raus. Ja, das ist doch wieder ekelhaft jetzt hier. Ja, na was reicht. Ey, Level up, cool. Auf was gehen wir? Machen wir mal eine Runde Magieangriff. Außer bei ihm.
Meine Güte, ey. Ich sehe halt hier auch nichts, ne? Okay, dann war das andere aber nur ein Bonus. Dann wird das hier das sein, wo es weitergeht. Dann gehen wir vorne nochmal gucken. Müssen wir zwar den ganzen Weg wieder zurücklatschen, aber was soll's. Ey Leute, die Tage kommt Assassin's Creed Mirage raus, ne? Ist schon soweit. Habt ihr Bock? Ziemlich doll Bock, um ehrlich zu sein. Ich glaube auch, wir werden es. Ach, du hast auch Bock? Geil. Ja, ich habe es mir gestern noch schnell bestellt. Bei Amazon. Mal gucken, wann es ankommt, aber ich denke. Wir werden zumindest reinzocken. Nee, es ist so richtig krass hyped, bin ich auch nicht. Ein Phantomdolch. Ey, ohne Witz. Ich habe gerade gefragt, dass, oder ich habe gerade gesagt, jetzt kommt ja bald Assassin's Creed Mirage raus. Habt ihr Bock? Jula sagt ja. Hausi sagt, müsste ich mir mal anschauen. Bin ehrlich gesagt nicht so gehypt. Ich hatte, als ich den ersten Satz ausgesprochen habe, wollte ich noch sagen, Mensch, wenn Mopsy jetzt hier wäre, der schläft wahrscheinlich schon in seinem Assassin's Creed Pyjama. Ja, da siehst du. Ich wusste es. Hm.
Ach, schade. Ja, ich habe mir tatsächlich nur die ganz normale Version bestellt. Aber das reicht mir auch schon. Ich bin da ja nicht so ganz am Sammeln wie du. Ach, das war so dumm. Ja, sehr cool. Ja, mal gucken. Ich denke, wir werden es auf jeden Fall hier auch anzocken. Also, ich werde es wahrscheinlich nicht on-stream zu Ende spielen. Dafür haben wir momentan auch einfach zu viel zu zocken, aber wir werden auf jeden Fall reinschauen. Okay, nochmal das. Ach Mensch, ich muss doch gucken. Jo, nehmen wir. Du hast übrigens den Hype Train des Jahres verpasst. Hier wurde mit Subs nur so um sich geworfen. Ich glaube, seit über einem Jahr mal wieder ein Hype Train bei mir auf dem Channel. Ja, ich habe es tatsächlich gestern Abend erst bestellt, weil ich gar nicht auf dem Schirm hatte, dass es jetzt schon rauskommt. Also, bei mir steht, dass es jetzt morgen kommt. Aber damit bin ich auch vollkommen fein. So, warte mal, ich wollte mal gucken. Wurde vorverlegt, okay, krass. Das ist heftig. Das wusste ich nicht. Ne? Shit. Ach, super, ich kann nicht wirklich was kochen. Ach so, okay. Nee, ich dachte, das kommt viel später. Also so um 20. rum oder so hätte ich gedacht, aber gut. Ja, wie gesagt, ich werde es halt eh nicht komplett on stream spielen. Aber wir werden es uns mit Sicherheit einmal anschauen. Achso, ich wollte doch noch mit Else hier reden. Vampirrose, guck mal. Zweimal eine Botanikerin, die den Tod überlisten wollte, indem sie eine Rose züchtete, die so schön war, dass er sie nicht holen würde. Der Tod war ergriffen und verwirrt, da er zum allerersten Mal die Schönheit des Lebens erkannte. Ob seine nächste Tat das Produkt eifersüchtigen Zornes oder opportuner Arglist war, ist unklar. Mit dunkler Magie verwandelte er die Blume in etwas noch Schöneres, verfluchte sie aber gleichzeitig. Die Vampirrose. Ein Ding unbeschreiblicher Schönheit, Fesseln für alle Betrachter, die dadurch zu ihrem eigenen Verderben beitrugen. Die
Kunde von der magischen Rose verbreitete sich in der Welt und mit ihr ein einfaches Versprechen. Ein unwiderstehliches Versprechen. Ewiges Leben für jenen, der sie pflücken könnte. Trotz des Hochgefühls bei der ersten Berührung wurde der Preis dafür nur allzu schnell ersichtlich. Für jede Sekunde, die man die Vampirrose in der Hand hielt, verlängerte sich das Leben um ein weiteres Jahr. Doch für jedes geliehene Jahr wurde ein Dorn auf einem ihrer Knochen wachsen. Die Legende besagt, dass die meisten, die der Vampirrose verfallen waren, ihren Fehler sofort erkannten. Schon nach einem auf diese Weise erlangten Jahr lockerten sie ihren Griff und lebten weiter, mit einem allgegenwärtigen, schmerzhaften Andenken an ihre einzigen Fehler. Andere jedoch konnten sie sich nicht mäßigen und wurden zu etwas, das weniger als menschlich oder lebendig bezeichnen würden. Wenngleich es ungewiss ist, ob die Vampirrose noch existiert, ist man sich einer Sache einig. Wie es scheint, hat der Tod am Ende stets das letzte Wort gegenüber all den Nahen, die es wagen, ihn zu betrügen. Ende. Tja, true. Und wir haben noch die Nomaden der Meere. Es war wie ein irrer Traum. Erst konnte niemand glauben, dass die scheinbar endlose Reise endlich vorüber wäre. Warum sie? Und wer könnte den lang ersehnten Fund bestätigen, wo das aktuelle Orakel der Gezeiten noch so jung war? Tief in ihrem Herzen wussten sie es jedoch. Vor ihnen stand leibhaftiger als in ihren bisherigen Visionen der Turm von Anzutlo. Und so kam es dazu, dass sich die Nomaden der See, die seit unendlichen Zeiten abgrundtiefe Ebenen durchquert hatten, schließlich niederließen. Nachdem sie ihr gelobtes Land erreicht hatten, begannen sie neben dem Turm zu bauen. Im Dokaridorf folgte Generation auf Generation. Jeder von ihnen folgte den Anweisungen des jeweiligen Orakels der Gezeiten. Seit diesem Tag sind sie die Hüter von Anzutlo und warten auf diejenigen, die dazu bestimmt sind, das Tor zu öffnen. In dieser neuen Ära lebten Erinnerungen an ihr nomadisches Leben in den klassischen Sagen über große Entdecker und wackere Krieger fort. Die berühmteste ist die von der Schlacht an der Schicksalskuppe. Aufgrund der zahlreichen verschiedenen Versionen ähnelt sie einem Mythos. Historiker taten ihr Bestes, um die verschiedenen Hinweise aus den unterschiedlichen Versionen zusammenzuführen. Manche widmeten dieser Aufgabe ihr ganzes Leben. Man ist sich allgemein einig, dass die Dokari beinahe ausstarben, als sie das Territorium einer gigantischen Meeresschnecke kreuzten. Was danach passiert, ist Gegenstand vieler Diskussionen. Sehr viel hängt von der Deutung der Schlüsselstellen und der Glaubwürdigkeit mancher Quellen ab. Einige behaupten, die Schlacht hätte nie stattgefunden und sprechen von einer erfundenen Geschichte, die potenzielle Plünderer alter Dokari-Schätze fernhalten sollte. Diese Ansätze werden nicht sehr ernst genommen, da die nicht vorhandene Fähigkeit der Unterwasseratmung für derartige Plünderer ausreichen sollte. Manche Historiker meinen, die riesige Meeresschnecke wäre besiegt worden, als die Dokari auf der namensgebenden Tiefseekuppe zum letzten Gefecht bliesen. Andere erachten die Schriften über versunkene Ruinen als zu einheitlich, um ignoriert zu werden. Glaubt man dieser Version der Ereignisse, sperrten die Nomaden das Monster ein, als sie erkannten, dass es nicht zu besiegen wäre. Der Schlüssel würde daraufhin in drei gleiche Teile unterteilt. Alle davon warten in den blauen Tiefen auf künftige Helden, die diese Bedrohung ausmerzen sollen. Ende. Puh. Nur wie ein trockener Mund vom Sabbeln. Ach, ich wollte doch nicht kochen, ich wollte doch ausruhen. Ey, Chat, wer von euch hat Hades gespielt?
Ah, okay. Ja, ist ja auch nicht für jedermann was. Das stimmt definitiv. Ich habe es gestern Abend nicht mal wieder angefangen. Nächstes Jahr soll ja Hades 2 rauskommen. Da dachte ich, ach komm, spielst den ersten Teil nochmal. Und hat mich wieder sehr, sehr gehuckt, tatsächlich. Stimmt, Sifu hast du damals, das hast du zum Release gezockt, ne? Ich erinnere mich noch. Das habe ich zum Beispiel nie gespielt. Mache ich auf jeden Fall. Das. Alter. Trifft hier nur ein? Ja. Schade. Immer ist doof. Aber egal. Die sind mittlerweile schon recht gut ausgerüstet. Ah, guck an. Als ob es hier nichts anderes gibt. Ach, guck.
Da geht es eventuell weiter. Das merken wir uns. Wie ist es? Ich habe tatsächlich jetzt auch mal drüber nachgedacht, mir das Game jetzt mal zu besorgen. Ein grünes Blatt gefunden. Das soll ja doch einiges besser gemacht haben, ne? Maximale LP plus 15. Die dritte Chance. Alle guten Dinge sind drei, oder wie sagt man, ne? Aber cool. Das freut mich. Haben sie es doch noch hingekriegt, ey. Das war auch echt schade. Also, zumal ich nach Witcher echt viel von CD Projekt Red gehalten habe. Ich meine, ist nicht 100% mein Genre, so, also das First-Person-Ding davon, aber... Trotzdem habe ich mir gewünscht, dass es ein gutes Game wird. Und Cyberpunk ist halt auch ein geiles Genre, ne? Also, geiles Setting. Was seid ihr denn hier? Zale? Ja? Siehst du auch einen Haufen pelziger kleiner Hintern? Yep. Baby-Gorillas! Süß. Hallo, Madame. Wow, ihr seht alle sehr gesund aus. Ist das ein Schwert? Hey, du bist wie dieser andere Typ. Er konnte winzig kleine Sonnen verschießen. Er meinte, er würde unsere Mutter retten. Dann ging er einfach. Wie unhöflich. Sei nicht unhöflich, Sonnenjunge. Was ist hier los? Na, können wir einen behalten? Was ist mit eurer Mutter passiert? Sie ist unten. Wir lieben sie so sehr. Sie sagt, wir könnten wegen des Monsters nicht zu ihr. Also starren wir sie von hier oben an. Sie ist so schön. Früher liefen wir über die ganze Insel. Ich vermisse die Wolken. Gibt es Wolken immer noch? Hey, klingt, als würden sie von der Gorilla-Matriarchin reden. Aber Teex meinte, alle göttlichen Geister wären vor langer Zeit vom Flashmancer zerstört worden. Der Direktor sprach ebenfalls davon. Er meinte allerdings, man hätte sie vernichtet oder geerntet. Die Jungtiere sind also Nahrung für den Eremiten. Wieso hat unser Orden nichts dagegen unternommen? Wir versiegeln einfach den Berg und tun so, als wäre nichts passiert? Hey, es ist unhöflich, unter sich zu reden. Tut das nicht! Wir werden eurer Mutter helfen und euch alle rausholen. Wirklich? Das wäre toll. Wir könnten wieder über die Insel laufen. Oder sie kehren niemals zurück, wie unsere Geschwister. Ich glaube, das Monster hat sie gefressen. Ich glaube, sie haben ein schöneres Zimmer gefunden und wollen es für sich allein haben. Wie unhöflich, nicht zu teilen. Wir kommen wieder, versprochen. Beenden wir diesen Wahnsinn. Lol. What the fuck, ey. Was geht in diesem Spiel ab, Mann? Zu wild. Veröffentlichung Katastrophe 1.5 Update. Naja, und jetzt 2.0 ist es so, wie sie es wollten. Ah, das hört sich doch gut an. Sollte ich es mir tatsächlich nochmal angucken. Jetzt ist die Frage, was geht jetzt hier? Hier kommen wir aus dem Gebiet raus. In eine Höhle. Hier kommen wir wohin?
nach Ende aus? Hier ist nochmal ein Speicherpunkt. Das sieht nach Ende aus. Oh, wo gehen wir jetzt als erstes hin? Ich hasse Entscheidungsmöglichkeiten. Macht man sich so viel Mühe mit der... Oh, shit. Vielleicht geht's auch hier weiter. Gorilla-Matriarchin, du lebst. Ihr hättet nicht kommen sollen. Das Böse an diesem Ort ist selbst für Krieger der Sonnenwende zu übel. Was ist mit dir passiert? Ich wurde Opfer des letzten Angriffs des Flashmancers auf dieser Welt. Bevor er ging, platzierte er eine Saat des Bösen in die Tiefen dieses Bergels, genau. Und fesselte mich hier, damit meine Kinder stets in der Nähe wären. Dieser Unhold. Ich bin dazu verflucht, hilflos dabei zuzusehen, wie sie von stetig wachsenden Eremiten der Qual verschlungen werden. Und da ihr unschuldiger Verstand so leicht kontrolliert werden kann, flehe ich umsonst. Welch schreckliches Schicksal. Wieso haben wir davon nichts gewusst? Sicherlich hätten unsere Vorgänger uns von der Anwesenheit eines göttlichen Geistes oder gar eines Eremiten berichtet. Balritter! Vielen, vielen Dank für den Raid. Herzlich willkommen, liebe Raider. Ich warte noch mal kurz, falls Werbung ist. Kleines Shoutout. Schaut mal bei lieben Balritter vorbei. Das stimmt. Wie geht es? Wie geht es? Was gab's bei euch Schönes? Ja, wir zocken hier gerade Sea of Stars. Dieses wunderschöne Action-RPG, rundenbasiert von den Sabotage Studios. Aber ohne Bauen. Aber es heißt nicht möglich. Ich hab's halt nie gespielt. Also ich hab 20 Minuten oder so in meinem Leben Fortnite gespielt. Ich glaube, das war's. Ja, cool. Ja, dann setzt euch zurück und genießt ein bisschen hier ein saugeiles RPG in schönster Pixel-Optik mit wunderschönen Menschen hier im Chat. Den Hype-Train habt ihr leider gerade verpasst. Aber ja, setzt euch, nehmt euch einen Keks. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Beziehungsweise ein Follow. Daumen nach oben. Lol. Ja, freut mich auf jeden Fall, dass ihr hergefunden habt. Vielen, vielen Dank für den Raid. Alles hängt mit dem Fluch dieses Ortes zusammen. Er sollte das perfekte Versteck sein. Erinnerungen, die im Berg entstehen, bleiben ihm auf ewig erhalten. Die Krieger der Sonnenwende waren hier. Doch immer, wenn sie Verstärkung holen wollten, blieb in ihrer Erinnerung nur ein lebendes Gefühl des Schmerzes. Wer hat Daumen gemacht, ist okay. So muss man erstmal machen können. Icebroker, vielen, vielen Dank. Herzlich willkommen. Sie konnten lediglich den Berg versiegeln und niemals zurückkehren. Es tut mir so leid. Sie hätten nicht viel tun können, nicht einmal, wenn sie eine Läuterung geplant hätten. Sie sind so tief im Versteck, dass das Licht der Sonnenfinsternis niemals eindringen und den Eremiten verwundbar machen würde. Es muss einen Weg geben. Eure Pflicht gegenüber der Welt hat Vorrang. Bitte, versiegelt den Berg erneut und geht. Das können wir doch nicht machen, Mann. Zale und ich werden kämpfen. Ich kämpfe ebenfalls. Diesmal sitze ich nicht bloß rum. Okay, der Seelenbindungstrank bewahrt unsere Erinnerung, doch das nützt uns im Kampf nicht. Und das Amulett der Sonnenwende sollte auf den Eremiten reagieren, doch das Licht der Sonnenfinsternis wird hier niemals eindringen. Ich habe einen Plan. Geht und löst die Sonnenfinsternis aus. Ja, die Optik, der Soundtrack, das ist einfach mega. Okay, es gibt kein Zurück mehr. Soll ich jetzt hier rein? Ich hab Angst. Oder muss... Oh.
Ah ja, hier geht's weiter. Dann gehen wir erstmal oben auf den Berg. Irgendwie schon, ja. Aber wir sind hier auch in so einem ganz düsteren Berg drin gerade. Ah, lol, okay. Gut, dann... Dann müssen wir den Weg gehen. Hey, das ist ein Gorilla-Baby. Hey, hier, Kleiner. Ich will zu meiner Mama. Sie ist dort drüben. Komm, wir bringen dich hin. Ich denke, sie ist dort. Ich glaube, ihr lügt. Bitte komm mit uns. Bitte komm mit uns. Wir haben mit ihr gesprochen. Sie sorgt sich. Weshalb lügt ihr? Ich will meine Mama sehen. Lasst mich in Ruhe. Halt! Oh oh. Oh oh. Wieso verspeist du nicht uns zum Mittagessen, du Ekel? Nö, ist richtig. Was auch immer du tust, tu schnell. Kopf hoch. Und wir haben es sehr reinig. Shit. Wir können keinen Schaden machen, ja? Au. Ja, erzähl mir nochmal, wie ich Gift jetzt machen soll, du Nappel. Sinnlos, wir brauchen mehr Licht. Mach Platz. Ja, das ist so geil gemacht, dieses Game. Tut mir leid, ich komme spät. Ist so. Schon gut, Serai. Erledigen wir dieses Ding. Hat Serai jetzt noch? Nee. Gut, dann kommt hier Serai. Hier desorientieren. Sonne ist. Hier regulären Damage. Er klopft die Hände erstmal kaputt.
Ah, Dummkopf. Dummer Dummkopf. Das hält sich tatsächlich vom Damage in Grenzen, ne? Die Mucke ist halt auch wieder eine 10 von 10. Oha, nee, komm. Okay, doch nicht so viel Damage wie gedacht. Shit. Ach, einen vergessen. Dann hau mal die Kanonen der Abendlichen raus. Erstmal schön die Ult rausballern. Okay, das hat wesentlich weniger gebracht, als ich dachte. Lol. Ach guck, aber es ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir tatsächlich auf die Hände gehen. Ja, das stimmt. Viel gebracht hat es nicht, aber sah geil aus. Aber wir schlagen uns ganz gut gerade eigentlich, muss ich ehrlich sagen. Yo!
So, der sollte nicht mehr allzu viel abbrennen, der gute Junge. Okay. Vielleicht doch. Ja, irgendwie erschreckenderweise ja. Ich bin auch dumm. Aber wir gehen jetzt full force auf den mittleren. War das gut? Brauchen wir eigentlich, ne? Ach lol, das hat sich gar nicht gelohnt. Jo, sie kann schon wieder ihr Ult einsetzen. Kommt denn nochmal für die Action? Was soll's? Da angeschippert die abendliche. Mein Gott, so. Okay, er nimmt halt viel, viel mehr Damage, wenn... seine Hände nicht hat, aber das ist klar. Da gehen wir doch wieder. Habe ich noch nie gemacht. LOL? Einfach die Todesente, ey.
glaube, wir machen es so. Wie oft ich die Ult einfach zünden kann hier. Ja, es ist wirklich so. Alter, der hat aber auch gut was an HP am Start, ne? Ja, aber Gott sei Dank nicht für den Körper, deswegen... Denke ich, eventuell machen wir trotzdem Plus. Mit dem ganzen Damage, den wir an ihm halt machen. In der Phase. Und er macht halt auch nicht viel Damage, also ist einfach nur ein Ausdauerkampf hier.
Oh, und ich treffe halt nur einmal, ich Dummbeutel. Jo-ho-ho-ho-ho. Geiles Timing für den Move. Boom. In dein Gesicht, nein. Danke fürs GG. Geschafft. Guter Gedanke, Serai. Jetzt müssen wir den Kern zerstören. Gemeinsam. Bereit, die Materialchen zu befreien? Allerdings. Du schuldest uns nichts, Materialchen. Ach, das ist doch das Mindeste. Es dauert nur einen Moment, den Wächter zu operieren, und mit seinem Prisma könnt ihr finden, wonach ihr sucht. Mama, dürfen wir jetzt über die Insel laufen? Allerdings, Liebling, tatsächlich müssen wir genau jetzt zum Wächter laufen. Mama, dürfen wir schwimmen gehen? Erst müssen wir den Wächter aufsuchen, dann gehen wir ins Wasser. Wächter, Wasser. Hey, wie schnell könnt ihr Wächter Wasser sagen? Wächter, Wasser. Wächter, Wasser. Wächter, Wasser, Wächter, Wasser, Wächter. Okay. Ach, guck mal. Das Prisma des Wächters ist also der Schlüssel. Sehen wir mal hier nach. Das ist ja cool. Ja, da unten ist ein geheimer Bereich. Das weiß ich doch. Aber... kommen wir da jetzt schnell wieder hin?
Oh Gott. Boah, von da hinten. Och, nee, ne? Ja, okay, komm. Oder war das hier unten ein Shortcut? Ja, war's. Okay. Nee, warte mal, wir sind hier lang gegangen und sind da zu der Matriarchin gekommen, richtig? Ja. Und dann sagte ich, ich will da oben lang. Aber dann ist es ja okay, dann haben wir ja nichts verpasst. Dann ist gut. Dann war das nur ein Shortcut. Lager, okay. Nina? Ach so, okay. Das ist hier. Ich dachte, das wäre so ein Schieberätsel. Ich hab gerade echt Angst gehabt. Die Fiole der Zeit. Das ist sie. Bringen wir sie zu Reschan. Jo, das machen wir. Jo, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, Mopsi. Bis demnächst. Jetzt, Chat, wie hieß der Eremit eben, den wir besiegt haben? Das ist wahrscheinlich. Nee. So, aber an dieser Stelle speichern wir einmal kurz. Weil die Folge ist jetzt schon wieder anderthalb Stunden lang. Und mache eine kleine Pause für den Chat und ein Cut für YouTube. Bis gleich. Bis später. Bis die Tage, meine Freunde. Auf jeden Fall, Chat, bleibt dran.